der Rapper kommt auf Crossover. Fick die New World oder bleib ein Block-Supporter. Bleib Kenneck, sie schreien, ich bin ein Top-Performer. Rock in dein Ohr, drück aufs Gas und das ohne Stopp, Mann. Ja, also ich rap schon sehr lange. Wie ich dazu gekommen bin, ist schon ganz früher angefangen mit 15, 16. Das war damals im Freizieh in Lesum. Und wie alt waren wir da? 15, 16. Da haben wir angefangen mit Rap. Da lief ein Projekt damals im Freizeithallen. Da wollten die eine Rap-Gruppe gründen. Da haben wir damals schon mitgemacht und ja, so sind wir am Start gekommen. Und von da an gab es kein Zurück mehr. Auf in die Jagd, um Beute zu machen. Haben nur geträumt von dem, was wir nicht hatten. Wollten immer das, was Reiche besitzen. Doch in die Not und Scheine geschmissen. Shit, Tagesablauf. Dass ich wahre Barkauf. Manchmal sieht das Leben hart aus. Stoffübergabe in dem Parkhof. Gangster-Rap nicht unbedingt. Ich bin auch kein Gangster, davon mal abgesehen. Deswegen kann ich auch kein Gangster-Rap machen. Ich bin sehr individuell. Zum Beispiel das Lied Pulp Fiction auf YouTube. Das ist ein Rock-Rap-Ding, Crossover-Ding. Das hat nichts mit Gangster-Rap zu tun. Wenn, dann ist das... Es gibt Lieder natürlich, die richtig rough sind und direkt Street in die Fresse, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Gangster-Rap ist. Ich würde jetzt heutzutage sagen, ich bin ein Profi. Vollkommen. Also Vollblut-Rapper. Aber damals war nichts mit Profi. Da... Wie gesagt, da waren wir im Freizeitheim in Lesum, in Bremen, ne? Und mit den ganzen Jungs haben wir da gechillt. Wir waren eine richtig Gang, so 18, also 8 bis 10 Leute, alle in einem Raum. Damals war noch mit hier ein bisschen Cannabiskonsum und dann haben wir gesmoked, sind da reingesteppt, Mikro an und da war nichts mit Profi. Da war einfach nur drauf los rappen. Aber jetzt mittlerweile natürlich, Alter, der Sound muss stimmen. Der Typ, der da am Rechner sitzt und Aufnahme macht, der muss schon wissen, was er macht. Ne? Also wenn ich da schon merke, der ist nicht auf einem bestimmten Level, dann ist gerne bei mir auch Abbruch, dann habe ich keinen Bock drauf. Also es ist schon professionell jetzt, natürlich mit dem Alter, mit der Zeit. Früher war es nicht so. Wäre ja auch schlimm, wenn wir immer noch auf diesem Level geblieben wären, wie vor 20 Jahren. Gianfranco, also Toba, hat damals schon angefangen mit diesem Hopeless City Ding und ich bin dann irgendwann dazugestoßen, bis wir dann beide entdeckt haben, hey, das passt, Alter, und dann haben wir es zusammen geschrieben. Es sollte ursprünglich ein Dreiteiler werden, also eine Trilogie von Hopeless City, bis wir uns dann entschieden haben, daraus eine Serie zu machen. Ist noch in der Entwicklungsphase. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, wenn das dann zu Ende ist, das Ding wird Bombe. Also es wird auf jeden Fall Bombe. Es ist ein Horror-Western mit Mystik- und Adventure-Elementen. Also es ist auf jeden Fall Bombe. Und das andere Projekt ist halt Ghettologie, ne? Das ist dann so halt so ein Ghetto-Drama-Ding, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das so wie 4 Blocks ist, sonst heißt es immer später, ja, hier ist gebeitet von 4 Blocks. Und die Rapper dieser Stadt, also nicht alle, aber es gibt welche Rapper in dieser Stadt, die haben dieses Game einfach immer noch nicht begriffen. Wir sind keine Konkurrenten, Alter. Wir müssen zusammenhalten. Wir dürfen, nur so kommen wir gemeinsam kommen wir hoch. Es gibt, es gibt Leute einfach, die sehen das immer noch als Konkurrenzkampf. Das ist, in Bremen fällt mir das besonders auf. Damals ist Berlin, sag ich mal, vor 15 Jahren, Digga, wie sind die auf einmal hochgekommen? Die haben sich alle gegenseitig supportet. Ob sie sich jetzt heutzutage, gibt es viele, die sich gegenseitig natürlich nicht verstehen und ficken und alles. Aber diese Stadt hat das immer noch nicht begriffen. Wir müssen viel mehr zusammenhalten, uns viel mehr supporten gegenseitig. Ich hoffe, es passiert noch in dieser Stadt. Ich hoffe, es passiert in dieser Stadt noch, dass man sich echt nicht als Konkurrenten sieht, sondern als, dass man sich mal als Geschäftspartner sieht, weißt du, dass man sich gegenseitig supportet, dass man sich hilft und dass das nicht schlimm ist, wenn der eine ein bisschen mehr Erfolg hat als der andere. Das ist doch nicht schlimm, Alter. Das ist, und das muss diese Stadt noch lernen. Ist meine Meinung. Ich kann mich auch gerne mit jedem Rapper oder Produzenten, egal was, jeder, der was mit Rap zu tun hat, gerne auch zusammensetzen. Wir können uns gerne darüber unterhalten. Wir können darüber diskutieren. Es ist aber einfach Fakt, Alter. Ich sehe es doch.
Auf jeden Fall das Projekt Dirty Boys, ja. Das sind einfach derbe Songs. Wir haben jetzt 9 Singles aufgenommen. Sind geile Nummern. Die Beats sind alle von DFK. Das ist mein Bruder. Grüße gehen raus an dich, Bruder. DFK Beats, sehr talentierter Beatmaker, sehr, sehr, sehr cool. Und ja, Produzent halt auch, ne? Und ja, die Beats sind alle von ihm. Wir nehmen gerade im Studio auf bei Energy. Also Energy nennt er sich mit N-R-G-N, glaube ich. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Pierre. Auf jeden Fall heißt er Pierre. Energy, auch ein sehr guter Mann. Ja, die anderen Songs, die auf YouTube sind, Pulp Fiction, Nie so dein Push und so, sind von Marin Timur, auch ein sehr, sehr guter Produzent. Und ja, aber in diesem Projekt haben wir jetzt mit DFK das gemacht. Und die Songs werden einfach Bombe, Digi. Die werden einfach Bombe. Wir haben jetzt, die erste Single ist jetzt im Kasten. Wir haben mit Patch Media gedreht, das Video. Und ich freue mich auch schon, wenn die Sachen rauskommen. Also meine Finger jucken. Ich will eigentlich, dass diese Dinger gemixt und gemastert sind, damit wir es den Leuten präsentieren können, weil das sind einfach geile Nummern dabei, Alter. Ja, ja, aber dieser Mann, ja, im Studio ist nochmal anders. Du hast im, wie soll ich das sagen, das ist wie, wie wenn Mama gerade kocht, ne? Und das Essen ist warm so und das kommt gerade frisch so und dann isst du das. Dieser Moment, wenn das gerade frisch gemacht ist, es ist einfach so geil. Das Essen schmeckt natürlich nach 2 Tagen immer noch oder was, oder nach 1 Tag, am nächsten Tag schmeckt es immer noch, aber der Drive einfach in dem Moment, wenn das Essen so warm auf den Tisch kommt, so kannst du dir das ungefähr im Studio vorstellen, wenn das gerade aufgenommen ist und dann hörst du es und mitten im Studio, bam, dreh auf, Alter, und geht gut ab, auf jeden Fall. So wie Profi, stimmt, in deinem Job bist du Profi, Schild, Welt glänzen, im Band, zwei Smart, Sitzheizung, wärm gut dein Arsch, bei dir läuft, ja. Im Mai oder im April starten wir auch eine Jam-Reihe, die wird Back in the Days heißen, auch vom auch ins Leben gerufen von Toba und also von Toba und mir, und da ist unter anderem auch DJ Tomek, kennst du ihn noch? Ja, ich weiß nicht, die Jüngeren werden ihn vielleicht nicht mehr so kennen. Ich habe mal einen Jüngeren gefragt, ich spiele auch Fußball. Beim FC Burg übrigens, dritte Herren, Baby. Und da ist ein jüngerer, 20-Jähriger, 21-Jähriger. Ich hatte ihn mal gefragt, kennst du DJ Tomek und so? Weil er hat den Flyer gesehen und so. Und hat ihm gesagt, ja, DJ Tomek ist auch da und so. Der ist halb Pole auch. Und meinte, nee, ich kenne ihn nicht. Also die Jüngeren kennen ihn gar nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, egal, er ist eine Legende, ist auch da. MC Boogie ist auch noch da. Ein paar andere Leute, auf jeden Fall ist das in Lüneburg im April oder Mai. Und dann gibt es auch halt so eine Reihe davon, ne? Da sind wir bald in mehreren Städten, auch hier in Bremen auch. Müssen wir noch gucken, wann und wo wir die Location finden. Dortmund, glaube ich, steht auch fest. Ansonsten, Digi, ich bin jederzeit bereit. Wer mich buchen will, kontaktiert mich auf mein Instagram, kontaktiert mich auf mein Facebook, wo ihr wollt. Ihr müsst nicht irgendwo so rumsuchen. Geht einfach auf mein Facebook, schreibt mich an, Instagram, kein Problem. Oder meine E-Mail, steht alles da drinne. Wer mich buchen will, kriegt auf jeden Fall auch eine derbe Show, Alter. Eine derbe Show, das steht fest. Top gestylt, Bock am Mic, weil ich rock den Scheiß. Was für ein Major, die der Kenneck wort am Brock ist sein. Pack die Kohle in die Sorgen rein. Das, was du in einem Jahr machst, muss bei mir in einer Woche sein.